als Würzmischung für mein Schinkensalz, also zum Einlegen oder zum Pökeln von Schinken, verwende ich, fangen wir mal oben links an, Wacholder, denn das Weiße rechts daneben ist Zucker, ganz rechts Knoblauchgranulat, denn auf der linken Seite wieder in der Mitte schwarzer Pfeffer, ganz in der Mitte Koriander, dann daneben Lorbeerblatt, unten links sind Senfkörner und rechts daneben Piment. Jetzt kommt noch dazu Pökelsalz. Nachdem ich die Gewürze gemahlen habe, kommt das Pökelsalz zu und ich vermische alles miteinander. Einfach alle Gewürze in die Gewürzmühle geben. Und mahlen. Sollte also reichen, nicht zu fein. Anschließend vermenge ich mein Pökelsalz mit meinen gemahlenen Kräutern und werde zum Pökeln von Schinken 53 Gramm von dieser Gewürz-Salz-Mischung verwenden. Dann habe ich pro Kilo einen Anteil von 40 Gramm Salz. Ist relativ viel, aber ich werde den Schinken in der Regel danach noch einen Tag wässern,